Hallo ihr Lieben, Alex von Mecki hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, nach der Klatsche bei den Landtagswahlen musste etwas geschehen. Die Ampel ist deutlich abgestraft worden und die ungeliebte AfD hat deutliche Zuwächse bekommen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Deutschen wollen keine Wärmepumpen, keine Energiewende, keine C-Seuchenhysterie. Sie sind möglicherweise auch mit der Ukraine-Politik unzufrieden. Da gibt es vielleicht auch friedlichere Lösungen als das, was bisher getan wurde. Die Deutschen wollen nicht gendern, sie wollen keine Abschaffung des Bargeldes und was weiß ich alles. Eine ganze Vielzahl von politischen Entscheidungen und Maßnahmen, mit denen die Menschen in unserem Lande unzufrieden sind. Und das zeigt sich deutlich in den Wahlergebnissen der letzten Landtagswahlen. Und das zeigt sich natürlich auch in den Umfragen. Ja? Sonntagsfrage, was würden die Deutschen wählen, wenn am Sonntag Wahl wäre? Also nimmt die Bundesregierung einen Punkt heraus und opfert ihn quasi als Bauernopfer, kommt sie in einem Punkt der Bevölkerung entgegen und das ist diese leidige Migrationspolitik. Die Politik der offenen Grenzen, die Politik, dass wir schaffen das. Diesen einen Punkt hat man jetzt als Bauernopfer geopfert, um vielleicht wieder Pluspunkte bei der Bevölkerung zu sammeln. Plötzlich gibt es Grenzkontrollen, plötzlich werden Menschen, die illegal in unser Land hinein wollen, entlarvt und auch Schleuser werden hops genommen. Und jetzt soll die große Abschiebung stattfinden. Ja, das ist tatsächlich etwas, worauf die Leute gewartet haben. Ja, dass Menschen, die hier illegal leben oder die halt straffällig werden, endlich unser Land verlassen müssen. Bislang war es anscheinend noch nicht genug, dass Messer zum Einsatz kamen, dass Frauen und Mädchen vergewaltigt wurden oder dass andere größere Verbrechen stattgefunden haben. Da kamen die Täter dann in irgendwelche Psychiatrien oder mit einer geringen Strafe vor Gericht davon, ja, wenn sie überhaupt verurteilt wurden. Aber an Abschieben hat wohl bisher noch keiner gedacht. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass gerade diese Personengruppen dann halt auch abgeschoben werden. Ja, es hieß ja auch immer, die Herkunftsländer nehmen sie gar nicht an. Und außerdem weiß man bei vielen ja gar nicht, wo die überhaupt herkommen, weil sie ihre Pässe weggeworfen haben oder sich eben falsche Pässe haben machen lassen. Ja, wo soll man diese Leute dann hinschieben? Aber jetzt plötzlich bei diesem Krieg in Israel gegen den Terror und so weiter, ne, und wo dann hier in Deutschland auch Menschen auf die Straße gehen mit einem nichtdeutschen Hintergrund und die hier entsprechend dann halt auch einen gewissen Judenhass propagieren. Jetzt werden sogar die ach so toleranten politisch Mächtigen wach und sagen, das geht nicht und das wollen wir nicht und das können wir nicht zulassen. Jetzt auf einmal plötzlich sieht man in diesen Menschen eine Bedrohung. Ja, vorher anscheinend noch nicht, als es zu diesen kriminellen und brutalen Delikten gekommen ist. Die Kommunen, die ächzen und stöhnen ja schon seit Jahren, dass sie nicht mehr die Menschenmassen aufnehmen können, die ihnen zugemutet oder beziehungsweise zugeteilt werden. Das war alles noch gar nicht so schlimm und wir schaffen das und so weiter, aber jetzt durch die Wahlklatsche plötzlich ist alles dann doch wieder ein bisschen anders und man muss ja jetzt doch vorgehen. Ja, aber noch einmal die Frage, wen wollen sie abschieben? Die Menschen, wo man gar nicht weiß, wo sie herkommen, weil sie keine Pässe mehr haben, die haben sie ja entsorgt. Oder die Menschen, die mit gefälschten Pässen zu uns kommen, wo sollen die denn alle hingeschoben werden? Ich habe eine ganz, ganz bittere Befürchtung. Es kam schon häufiger dazu, dass Menschen, die sich hier integriert haben, Familien, die hier gelebt haben, unauffällig, die einer Arbeit nachgegangen sind, deren Kinder hier zur Schule gegangen sind und Freundeskreise aufgebaut haben, ja, dass diese gut integrierten Menschen aus irgendeinem Grund dann nachts aus den Betten geholt wurden, zum Flughafen gezwungen wurden und dort dann eben in ihr Heimatland zurückgeschickt wurden, obwohl sie hier integriert waren, obwohl sie hier schon ein gutes Umfeld sich aufgebaut haben, Freundeskreis, ja, die Kinder in der Schule lernen schon Deutsch und haben sich, wie gesagt, als Familie sehr, sehr gut integriert. Und gerade diese Leute hat man dann rausgerissen und zwangsweise ins ihr Heimatland verbracht, obwohl sie hier sich wirklich sehr gut eingebracht haben. Und dann gibt es halt in der Zeitung Berichte darüber, dass die Nachbarn, die Freunde und ja dieser Menschen, durchaus Bio-Deutsche, dann auch demonstriert haben oder protestiert haben gegen die Abschiebung von Menschen, die sich hier integriert haben, die sich hier schon, wie gesagt, ein gutes Umfeld aufgebaut haben, die hier gearbeitet haben, deren Kinder hier zur Schule gegangen sind. Ja, solche Leute wollen wir eigentlich haben, ne, die sich hier einbringen und die sich hier integrieren und die hier gut mitmachen.
Ja, aber die werden abgeschoben und die anderen, die hier eigentlich keinen Grund haben, in unserem Land zu sein und eigentlich nur in der sozialen Hängematte sich wohlfühlen und möglicherweise dann auch noch kriminell werden, diejenigen behalten wir hier. Also auch in diesem Punkt wird die Ampel versagen. Auch in diesem Punkt wird die Ampel scheitern. Und auch hierin werden wir, die eigentliche Bevölkerung, weiterhin unter einer unwürdigen Politik leiden. Was die Ampel anfasst und vorher schon die GroKo, ja, das wird nicht zu Gold, sondern das wird zu, ja, jetzt müsste ein Begriff kommen, den ich aber nicht aussprechen möchte. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir dürfen uns das alles nicht mehr gefallen lassen. Und ich denke, die einzige Sprache, die die Altparteien verstehen, ist, wenn in der Wahl das Kreuz an einer alternativen Stelle gesetzt wird. Dann bekommen die Altparteien Fracksausen, dann haben sie Angst um ihre Absicherung, um ihre tollen Posten. Und diese Angst müssen wir ihnen machen, indem wir halt die Altparteien abwählen und eine alternative Partei wählen, die dann halt auch für eine andere Politik steht. Und zweitens, je mehr von der alternativen Partei im Parlament sind, im Bundestag, desto weniger Leute aus den Altparteien werden von uns voll versorgt. Und die Altparteien, denen haben wir das alles zu verdanken, was momentan in unserem Land schiefläuft. Von Inflation, von Wohlstandsverlust und das alles, wie gesagt, durch völlig unnötige Aktionen, Maßnahmen und Beschlüsse. Es spart nur, dass ich euch das Ganze noch einmal aufzähle, wenn ihr es nochmal wissen wollt. Dann spult zurück und schaut es euch nochmal an. Es ist einfach unerträglich, unter einer GroKo gelebt zu haben, beziehungsweise jetzt unter einer Ampel leben zu müssen. Zeigen wir ihnen die rote Karte, oder besser gesagt die hellblaue, indem wir unser Kreuz bei der AfD setzen, bei den nächsten Wahlen. Und damit der Bundesregierung zeigen, wir wollen eure Politik nicht haben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr meine Gedanken nachvollziehen könnt, dann lasst ein Like da, dann teilt meine Videos nach euren Möglichkeiten, abonniert meine Kanäle. Ich danke euch, wünsche euch alles Gute und viel Glück. Bis zum nächsten Mal, euer Alex von Mackie.